Okay, hier ist alles Schrott. Das würde ich erstmal alles wegräumen. Aber erstmal müssen wir mal Kram in Sicherheit bringen. Ja, okay. Passt auf. Hier ist die falsche Seite. Das ist die Hinterseite sozusagen von unserem ganzen Bauwerk hier. Hier geht's rein irgendwo, ne? Das müssen wir uns viel besser kennzeichnen. Das müssen wir uns viel, viel besser kennzeichnen. Und schau mal, was die hier angerichtet haben. Da würde ich nämlich jetzt sagen, da machen wir uns mal hier die Dinger. Die Dinger. Und dann. Wo sind sie? Metal Planks. Die Dinger. 9 Stück mehr kriegen wir da nicht raus. Oh, das könnte knapp werden. Ah, doch, da haben wir noch 130. Und ich höre da schon, wie die Monster kommen. Ah, komm her, da packe ich mal die 4 Wasser für weg. Ganz kurz. Aber hier unten das müssen wir abdichten. Weil hier haben sich schon ganz schön durchgearbeitet. Und ich würde das hier sogar auch wegnehmen. So. Und würde da auch das Kram hinmachen, ne? Meint er doch auch. Seid ihr doch ganz meiner Meinung. So, und da unten sollte das eigentlich auch hin. Das ist jetzt zwar ein bisschen Munitionsverschwendung, aber schaut mal, was wir damit schaffen mit der Schrotflinte. Cool, oder? Ja, Zombies, ich höre euch. Okay, jetzt haben wir aber. Wow. Ja. Wow. Freunde. Freunde, Freunde. Ja, es ist jetzt schon wieder 19, 20 Uhr gleich. Da müssen wir jetzt echt mal ein bisschen in die Gänge kommen. Ich überlege gerade, was wir da unten reinmachen. Haben wir noch Stein? Haben wir Stein? Warte mal. Wir müssen uns hier auf jeden Fall was rüberbauen. Wir können das natürlich erstmal mit Erde wieder vorher machen. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich will. Passt mal auf. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Es sei denn, die werden gleich schnell. Ja, passt mal auf. Hier, zack. 12 Stück. Dann machen wir das mal Holz rein. Das ist jetzt zwar nicht die feine englische, aber Holz ist wenigstens noch ein bisschen robuster als Erde. Mist. Nehmen wir gleich die Schrotflinte und das weg. Oh, Mist, was soll denn das? Ich mache mal schön Holzfußboden hier rein. So. Die beiden kommen wieder weg. Wir wollten wir wollten noch mehr Feuer aufstellen, ne? Das war ja unser Plan sozusagen. Wir haben hier Fackeln. Oh, ich höre die schon wieder überall kommen. Und wir müssen uns Leitern bauen, um da hochzukommen. Okay, ruhig bleiben. Sticks. Damit sollten wir Leitern bauen können. 6 Stück, okay. So. Erstmal Leitern, damit wir dann im Notfall hier hochkommen. Okay, das haben wir uns hier ziemlich zugebaut. Gebe ich ja ganz ehrlich zu. Die haben so auch schon einiges an Schaden angerichtet. Okay. Feuer, Lagerfeuer. Ich mache das jetzt alles hier unten. Ihr verfallt wahrscheinlich schon in Panik. Aber dürft jetzt ja, 21 Stück. Okay. Egal, kommt. Ist echt egal. Denn wir müssen hier ganz viele Lagerfeuer haben, um alles auszuleuchten. So ist der Plan. Wo ist die Fackel? Wo sind die Fackeln? Da. Da packen wir einen Luftfilter. Also den Luftfilter hier hoch. Hiermit können wir nicht zuschlagen. Können wir hiermit zuschlagen? Nein. Naja, gut. Das war jetzt sehr sinnvoll. So kann man es natürlich auch machen. Ich zünde erstmal das Feuer hier an. Ah, ey. Es ist echt egal, wie viel Zeit man sich lässt. Okay, ich mache hier noch ein paar Lagerfeuer hin. Und ich höre sie schon kommen. Okay, ich muss ja mal weg. Wow. Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Leute. Hatte ich so wenig Lebensenergie? Ehrlich? Ernsthaft? Okay, das holen wir uns wieder. Das holen wir uns wieder. Das könnt ihr glauben. Scheiß Stulia. Entschuldigung. Das ist unser ganzes Kram. Da kommen wir auch dran. Passt mal auf. Da kommen wir von oben dran.
die Lagerfeuer. Ja, Hunde. Das war nicht nett von euch. Wirklich nicht. Das war wirklich nicht nett von euch. Wir müssen ja natürlich wieder sichern. Aber wir sollten vorher unser Kram vor allen Dingen sichern. Und das ist Mist hier. Das ist echt Mist. Dass wir hier nämlich dann runterfallen können. Da sollten wir mal hinten hochgehen oder das hier noch ein bisschen absichern. Ja, Leute, wir haben es überlebt. Aber wir haben jetzt hier selbst unser... Ah, da... Ich hoffe, die kommen jetzt nicht die Leitern hoch. Da bitte ich aber drum. Okay. Oh, nee. Wir können da unten nicht drauf schießen. Das geht einfach nicht. Wir können da, wir müssen da mehr mit den Spikes arbeiten. Okay, passt mal auf. Den Kühlschrank brauchen wir jetzt erstmal nicht. Guck mal, der macht schon wieder die Leiter kaputt. Und der arbeitet sich hier langsam durch. Der Typ. Dieser Typ. Wie kommen wir hoch? Ja, die kriegen unseren Torben, glaube ich, nicht kaputt. Aber sie geben natürlich alles. Die geben natürlich alles. Muss man ja schon sagen. Also, sie sind echt stets bemüht. Und ich glaube, wir machen mit unserer Schrotflinte machen wir einfach zu viel Schaden. Da müssen wir es halt hier Dröppchen für Dröppchen. Müssen wir die wirklich hier fertig machen. Und die Dicken machen hier ganz schön viel kaputt. Haben wir die Munition nicht aufgesammelt? Für die, doch. Wir haben noch 6. Ich würde mal sagen, wir arbeiten ein wenig und wir arbeiten etwas mit Spikies. Würde ich mal sprechen. Okay, jetzt machen wir mal hier weiter. Hier sind irgendwie noch ein paar. Ja, da springen die direkt drauf. Ah, guck mal, die Typen, die Arschonauten hier, die versuchen uns direkt anzuspringen. Ja. Also wenn wir irgendwo einen Spike hinstellen, dann springen die da drauf, als wenn das... guck mal. Ja, wir wollen sterben. Ja, wir wollen sterben. Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Wir wollen sterben, wir wollen sterben, wir wollen sterben, wir wollen sterben. Juhu. Aber da, ja gut, man kann es ja verstehen irgendwo auch, ne? Man kann es irgendwo auch verstehen. Denn ist ja auch kein schönes Leben so als Zombie. Und so treiben wir die hier einmal natürlich rum, um unsere kleine Basis. Ja, wir haben noch ein paar. Ich habe noch welche da, also es kriegt jeder einen. Also ihr braucht euch jetzt nicht hier streiten oder so. Es kriegt jeder seinen eigenen Spike auch. Okay. Und die Dicken, die machen am meisten hier unser Kram kaputt. Und deshalb müssen die auch sterben. Und ihr auch. Hier, ihr sollt in die Spikes reinrennen und nicht hier unser Krams kaputt machen. Guck mal, ich habe ganz frische dahingestellt. Ja. Sag ich doch. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen untersuchen, ob wir irgendwas finden. Okay, da war Crab Metal, das nehmen wir natürlich. Ach, du lebst noch. Das wusste ich doch nicht. Warum, ja. Ja, wieder eine neue Nacht, Freunde. Mal gucken, wie viel sie hier kaputt gemacht haben. Und ich würde fast sagen, wir nehmen hier die, haben wir unsere, ja, unsere Spitzhacke haben wir jetzt aufgehoben. Wir haben aber nur ein, wie viel haben wir da? 7 Crab Metal. 7 Crab Metal, okay. Ich bleib ruhig mal hier unten, weil hier ist eigentlich relativ sicher. Na, können wir maximal so machen. Kriegen wir nochmal 2 Eisen raus. Und das restliche Eisen haben wir das jetzt alles, alles haben wir alles in diese Dinger verwandelt. Fast alles, ne? Aber wir haben unser ganzes Eisen schon. Ah ne, hier haben wir noch 56. Okay. Dann sollten wir vielleicht... ich bin gerade ein bisschen am Überlegen, wie wir es jetzt gestalten. Den Kühlschrank, ja. Wir sollten da oben nicht direkt den Aufstieg haben, bis nach ganz oben.
Andererseits ist es auch nicht so dumm. Andererseits ist es auch nicht so dumm, wenn wir das so haben. Morgen werden wir nicht ins Dorf rennen müssen, denke ich mal. Da können wir wahrscheinlich tatsächlich... Was haben wir denn hier noch? Okay, passt auf, ich packe jetzt mal ein bisschen Kram in die Kisten. Da haben wir die Bazooka. Hier haben wir noch ganz viele Spikes. Ja. Okay, da packen wir hier noch ein bisschen Holz zu. Und das Holz zu. Dann haben wir hier alles mit Holz. Leitern sollten wir mal ein paar dabei haben. Die Sticks sollten wir eigentlich auch immer dabei haben. Und wir sollten mal sehen, dass wir jetzt was trinken. Und jetzt ist es echt ruhig geworden. Das gefällt mir natürlich, das ist aber trügerisch. Hier haben wir Stein. Wartet mal, mit Stein kann man, glaube ich, auch coole Sachen machen. Moment mal. Aus Stein kann man nämlich hier diesen Cobblestone machen. Und der ist, glaube ich, ein bisschen robuster als der normale Stein und sieht ein bisschen cooler aus. Und wir können aus den Rohren hier, können wir theoretisch, Moment, wo waren sie? Fortune Metal, nee, das war das andere. Ah, Metal, also Metallgerüst, das können wir noch rausmachen. Sehr gut. Sehr gut. Ach so, da können wir noch mehr rausmachen, warte mal. Okay. Jetzt haben wir 63 Stück. Die Frage ist natürlich, machen wir das direkt dann hier vorne auch hin? Ja, würde ich schon sagen, ne? Würde ich schon sagen. Die Lagerfeuer behalten wir natürlich auch. Okay, komme ich jetzt hier nah genug ran, um da... Ah, sieht nicht so aus. Nee, nee, da machen wir es lieber morgen. Da machen wir es lieber morgen. Allerdings würde ich fast sagen, dass wir... Hupf. Muss ich mir mal angewöhnen, außenrum zu rennen. Okay, ich packe hier mal ein paar Sachen rein, die wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Hier haben wir Waffen drin. Da packe ich mal die Sniper rein. Die Munition für die Sniper ist... Das ist, müssen wir mal tauschen. Das ist die. Und hier unser... die ist schon fast kaputt. Da hatte mir jemand geraten, wenn die Spitzhacke fast down ist, dann könnte man das austauschen irgendwie. Also dann könnte man die ins Inventar ziehen und wieder zurück und dann wäre die wieder wie neu. Und merkt ihr das? Ist echt wenig los, ne? Es ist nicht gerade viel los. Hier haben wir noch die andere Spitzhacke. Okay, passt mal auf. Ich ziehe die mal raus. Mach hier wieder auf und pack die jetzt mal ins Inventar. Und jetzt sollte die wieder fast wie neu sein. Nee, du, der Trick passt irgendwie nicht so ganz. Also das haut nicht so ganz hin. Egal. Nicht so wichtig. Dann packen wir die erstmal hier mit rein. Weil die verstopfen uns nur Inventarplätze. Das ist doof. Wir müssen uns auch noch mehr Kisten bauen. Aber ich wollte ja eigentlich dann die Kisten da unten im Lager, ein Lager voll Kisten bauen. Ja, ist momentan echt wenig los. Aber das ist natürlich trügerisch. Das kennen wir ja schon. Ja, ich überlege gerade. Ich würde das hier dann aus Stein machen. Aus Stein eventuell, das kriegen die nicht so schnell kaputt. Und würde hier dann im Grunde, wo unsere Leiter hochgeht, ich wollte hier so Spitzen rausziehen, ne? Von unserem Turm, damit wir zum Beispiel hier, passt mal auf, Freunde, wie viel haben wir denn hier? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ja... Die müssen wir mal schnell hochziehen, dass die drei hoch sind. Natürlich vergrößert das die und auch unsere Angriffsfläche ein wenig. Aber wir können sie noch ein bisschen besser locken, die Brüder. Und wir können sie hier von diesen, von hier besser bekämpfen, denke ich mal fast, oder? Was sagt ihr? Haben wir jetzt hier noch drei Platz für Spikes? Wartet mal. Da können wir immer noch ein paar von aufstellen, jetzt wo gerade Ruhe herrscht hier. Weil, wie schon gesagt, Spikes sind momentan leider immer noch die einzige Methode, vernünftig unser Lager zu sichern. Ich glaube, jetzt kommt auch schon die nächste Horde. Just in dem Moment, wo wir anfangen, Spikes zu setzen, kommt die nächste Horde. Was sagt uns das? Okay, hier haben wir dann so ein Feld, das können wir sehr gut sichern. Vor allen Dingen müssen wir ja vorne den Eingangsbereich sichern.
Das hier unser sozusagen unser Eingangsbereich. Den müssen wir echt gut sichern. Denn hier sind sie ja echt im Gang. Kann man nicht anders sagen. Ich traue mich jetzt nicht gerade runter zu springen. Und weil ich weiß, dann kommen die sofort angerannt. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wie könnte man das logisch machen? Schlau machen? Es ist auch schon wieder 4 Uhr und es ist echt extrem ruhig. Es ist extrem ruhig, Freunde. Ich würde fast sogar sagen, wir warten noch sogar ein bisschen mit den Spikies. Gegen 6 Uhr, also fast gegen Morgengrauen. Da werden die Jungs ja nochmal richtig aktiv. Das hatten wir die letzten Male immer schon, dass die dann richtig aktiv geworden sind. Und nochmal richtig zum Angriff ausgeholt haben, sozusagen. Ja, schwer zu sagen. Momentan ist echt tote Hose hier angesagt. Aber hoch 3. Boah, da habe ich mich mal ganz schön auf die Kante gestellt. Man sagt ja auch, da habe ich mich ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt. Ne, oben auf die Spitzen wollen wir nicht noch mehr Spitzen draufstellen. Und komisch ist, dass es manchmal angezeigt wird hier, ne? Dass man da was hinsetzen kann und manchmal nicht. Also manchmal hat man dann dieses Quadrat drum und manchmal ist das nicht zu sehen. Ist eigentlich ein bisschen merkwürdig. Und ich bin total begeistert von, wie das Spiel jetzt läuft. Also ich glaube echt schon, das dürfte jetzt echt schon dieses Update sein. Und wenn wir hier runterfallen, Freunde. Ha, wir haben ihn ganz schön an der Kante gestanden. Ist uns gar nicht so aufgefallen erst. Ah, da müssen wir eigentlich auch noch einen hinkriegen. Egal. Wir haben das schon ganz gut gesichert. Hier haben wir so einen kleinen Ausguckturm. Hier kommen sie auch überall nicht hoch. Und wenn sie hier hochkommen, kommen sie dann hier nicht hoch, weil wir können ja selber auch nicht hochspringen. Okay. Und es ist 5.09 Uhr. Es wird bald hell. Das freut mich natürlich ungemein. Okay, dann würde ich sagen, ja, das können wir vergessen hier. Das können wir echt vergessen mit dem Aufstieg. Den müssen wir uns nochmal ein bisschen umgestalten. Da müssen wir uns was überlegen. Ich hatte schon überlegt, ob man hier so 2 Ausläufer hinmacht, wo man dann immer wieder Spikes nachlegen kann, um das einfach in den langen Gang zu haben bis zur Leiter. Allerdings kostet uns das auch noch mehr Spikes. Allerdings ist es auch wieder mehr Fläche, wo die Zombie-Nauten im Grunde sterben können. Ich gucke mir jetzt erstmal mein Inventar an. Wir können da nämlich noch echt ein paar Sachen loswerden. Wie zum Beispiel... Ich überlege gerade, ob ich noch so eine Kiste mache. Hupsa. Noch so eine Kiste mache und die hier nebenstelle. Ach, wir haben noch 2 Kisten. Okay. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir stellen hier noch eine hin. Und dann stellen wir auch hier ganz vorne noch eine hin. Haben wir eine ganze Reihe. Unübersichtlicher geht es natürlich fast nicht, ne? wir könnten hier noch eine hinstellen, oder? So, hinters Bett. Und da könnten wir uns dann erstmal unser Schmerzmittel reinpacken. Zumindest ein Teil davon. Dann würde ich sagen, wir essen was, wir trinken was. Und die Spikes kommen, glaube ich, hier vorne in die erste Kiste. Genau. Die haben wir in der ersten Kiste. Und hier könnten wir uns natürlich noch ein paar nachmachen. Leitern auch. Und ja, die Kistenplätze sind schon ziemlich begrenzt. Aber ich denke mal, da gibt es bestimmt auch bald noch Möglichkeiten, größere Sachen zu bauen. Hier haben wir das drin, hier haben wir unsere Waffen drin, da haben wir so Arbeitsgerät drin. Futter kommt da raus, das kommt da drüben rein, ist jetzt gerade nicht so interessant. Und die Bohrer werden wir natürlich dann auch gleich gebrauchen, um hier unsere Mine zu bauen. Ja, um die Mine zu bauen. Okay, passt mal auf, die Waffen hatten wir hier. Dann können da doch jetzt schon mal die Schrotflinten rein. Das hatten wir ja gesagt, dass wir die nicht alle mitschleppen wollen. Schrotflintenmunition haben wir noch 25. Dann nehmen wir mal 13 von mit, den Rest lassen wir hier. Und die Munition nehmen wir komplett mit, weil das gibt sonst keinen Sinn. Dann kommt hier nämlich unser Essen rein. Direkt hinter unserem Kopf sozusagen. Klar, das ist jetzt kein Essen. Okay, warte mal. Dann können wir uns mal einen von mitnehmen. Die Betten, Ersatzbetten natürlich. Hier Fackeln können wir rein. Und alles, was wir so an Futter haben, außer... Wie viel haben wir denn davon eigentlich? Ja, wenn ich nur einen von, dann hatten wir viel mehr Fleisch. Oh, oh. Also manchmal, komisch. Ja, passt auf, dann esse ich nochmal was. Es wird hell.
Und es sind keine Zombies weit und breit, liebe Freunde. Echt weit und breit nicht. Klar, wir sind wieder gestorben, bla bla bla. Das alte Spiel. Ja, passt mal auf. Ich würde sagen, wir machen hier dicht. Dass wir uns hier so eine Art Aufstieg lassen. Ich bin mir ziemlich unschlüssig. 7 Uhr, ich höre so ein paar Zombies. In weiter, weiter Ferne. Wir sollten es echt an die Arbeit machen. An die Arbeit, Männer.